Wir unterhalten uns gerade mit Madame Morena, nachdem wir ihr ein Buch abgeluchst haben. Wissen Sie etwas über die Leiche am Fluss? Do you know anything about the body by the river? I know everything that goes on around here. Great! So, you know who was involved in the murder? Okay, so I don't know everything right this minute. But if you're willing to get your hands a little dirty, I can find the answers you're looking for. Was brauchen Sie, um uns zu helfen, den Mörder zu finden? What do you need to help us find the killer? I don't want to break agent protocol, but we really need a lead in this case. I need to go on a vision quest to find the answer. But I can't really reach out into the void without a little bit of assistance. If you can get me an Agaricus fungus visionum delectamentum mushroom from the sewers, I might be able to help. Those don't sound legal. And your point is... Was ist das für ein Ort? What is this place? It's the county's primary source of occult books, knowledge and services. You need hexes, curses, cure-alls or curios? You come to me. You need voodoo, hoodoo, fortunes or flim-flams? You come to me. Fascinating. You need cough drops or coffee filters? You go to the quickie, pal. Können Sie wirklich Leute verfluchen? Can you really hex people? I sure can, no matter what the consumer watchdog service says. Might not always come out exactly as you want, but spirits work in mysterious ways. So if you have any complaints, take it up with them. Haben Sie Ransom den Clown verflucht? Did you hex Ransom the Clown? I'm very proud of that curse. He was being a jerk and he needed a little beat down with the karma bat. I think a permanently cursed face might have been more than a little beating, ma'am. You want a taste of my karma bat, Agent Reyes? No, ma'am. Sorry, ma'am. Erzählen Sie über sich, Madame Morena. Tell me about yourself, Madame Morena. There's not much to tell. I set up my shop in Thimbleweed after finessing my craft on the road for many years. After all, there's only so many nights you can vomit peyote and pull cactus needles out of your ass in the desert before it becomes old news. Wie sind Sie in das Reich des Okkulten gelangt? How did you get into the occult? I suppose when I realized I could get baked and make money doing it. I thought it was a serious spiritual practice? I don't know what to tell you, dear. I like tripping balls. And with the money I rake in from my curses, I'm gonna retire on a yacht in the Bahamas. Yeehaw! Und warum ist Ihr Laden gerade hier? Why did you set up shop here? The vibrations. This town has a dark and weird energy, which makes it perfect for a cult business. Do you mean an energy like the signals I've been hearing about? No. Those signals sparking through the air lately are something else altogether. I don't know what they mean, but I know it isn't good. Ja, auf Wiedersehen. Goodbye. Im Notizbuch steht drin, geh und rede mit Dolores, geh und rede mit Ransom, dem Clown, finde Pilz in der Kanalisation. Die beiden werden wir aber erst treffen, wenn wir eine Lotkarte haben. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist wieder alles finster jetzt. Okay. Ransom Swag. Somit habe ich jetzt alle Wege abgeklappert. Denke ich mal. Und wir gehen nochmal zur Stadthallentür. Ich würde nämlich gern hier oben ausprobieren, ob wir nicht den Polistron nutzen können, Mensch. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Dann nutzt ihn mal. Mitteilung an alle Einheiten. Attention, all units. Überprüfen Sie eine Frau beim Zirkus. Ein Tier. Einen Waschbären haltend. It's not much, but we're short a story on page 4. I sure hope no one tries to touch my map while I'm away. Ja, so wird es nämlich laufen hier. Ich bin gespannt, ob das so einfach jetzt ist, wie ich mir das gedacht habe. Schnell weiter. Wo war die denn? War die hier?
It's A Street. Ja. War das hier? Ja, Nickel News. Und ich höre schon wieder was tippen. Ach, die ist schon wieder da. Es ging ja schnell. Can I help you? Nice chat. Huh. Got a murder to solve. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie zu zweit machen, denke ich mal. Okay, das heißt, wir wechseln jetzt zur Agent Ray. Stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Ja, da hast du recht, Agent Ray, die hier irgendwo in der Kanalisation ist mit einem Skelett. An arm extended in friendship or supplication. Hard to tell. Certainly looks fake. Können wir den nehmen? Is made of plastic. No murder here. Nö, offenbar nicht. I can't open that. Ziehe. I can't pull that. I can't push that. Nö, geht nichts. Wir haben ein Ventil. Looks like this valve has been welded into position forever. Schlüsselkarte. Wir waren auch noch gar nicht in dem Hotelzimmer, fällt mir da gerade ein. Ein Hotel haben wir gar nicht gefunden. Können wir hier den vielleicht drücken? I can't turn it. I can't budge it. Nope. I can't budge it. Was gibt's hier denn noch? Ein paar staubige Kisten. The only thing I get from poking around these boxes is a case of sneezes. Und ein Tunnel. War das hier auch ein Tunnel? Yep. Hier sind wir irgendwo. Hier geht's hoch. Ventil. This valve has also been welded into position. Ah, alles fest hier. Geht zu Tunnel ins Nirgendwo. That grate won't come off. Und hier oben? I can see a quickie path. It's sealed shut. No way to open it. Wir können es nicht öffnen. It's sealed shut. No way to open it. Drücken? It's sealed shut. No way to open it. Oder ziehen? It's sealed shut. No way to open it. Beim Quickie-Pal war das. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir hier von oben irgendwie, vielleicht können wir ihr was geben. Ein riesiges Tor. It's a sturdy, impenetrable gate. Öffne Tor. I can't budge it. Natürlich nicht. Notfallnummer. Was, Markus? Looks like someone knew I was going to get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Eine rote Schachtel und ein Münztelefon. Hoppla, nicht schließen. Münzrückgabe. Wir schauen mal in die Münzrückgabe. An empty coin return. War klar. Wir nutzen das Münztelefon. It needs a dime to work. Die braucht jetzt ein Staubkorn. Ach, das habe ich schon gelesen. Staubkörner kann man irgendwie auch hier aufsammeln. Dann gibt es ein Achievement. Es gibt aber auch ein Achievement, wenn man gar keine Staubkörner aufsammelt. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal hier ignorieren. So sehen die aus. Okay, kleine Pixel. Wir brauchen 10 Cent. Und wer hat die 10 Cent? Na klar, der Agent Race. Und das kann er uns doch bestimmt irgendwie hier runtergeben. It's sealed shut. No way to open it. Mal eben wechseln. Wo war der? Der war in der B Street. Röhrenlager, Telefon. Ich dachte, der wäre hier irgendwo. Mist. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp part. Die Dame ist jetzt auch weg. Hier liegt wohl auch wieder ein kleiner Staubkorn da, ja. Wir müssen wohl doch in eine andere Richtung.
Hier ist ja der Quickie Pal und hier muss irgendwo, hier ist ein Abflussrost. Looks pretty dark down there. Wait, I see Agent Aha. Ray. Agent Ray, is that you? No, it's the Pope. The Vatican decided to take me on a tour of the sewers. Oh. Of course it's me, you idiot. Warum sind Sie in der Kanalisation? Why are you in the sewer? Enjoying the sights and smells, practicing my sewer spelunking hobby, hunting for ninja turtles. Take your pick. You go spelunking? No, you moron. Someone attacked me when I was investigating the alley behind the diner. Geht es Ihnen gut? Are you okay? Are you hurt? Do you need medical attention? I'm fine. I've woken up in worse states and in worse places than this. But usually there was tequila involved. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Did you see who attacked you? I will have them arrested so fast, their head will spin. No, they came at me from behind. It was lights out before I had a chance to turn around. But I'm guessing whoever it was doesn't like us poking around town. We'll make them pay for this, Agent Ray. Just as soon as we get you out of that sewer. Haben Sie sich schon in der Kanalisation umgesehen? Have you looked around the sewers yet? Yeah, and I couldn't find an exit. There is a payphone down here though, so I might be able to call someone. Neat! Except I don't have any dimes and my cell phone doesn't work down here. Ich hab Ihre Münze. Stand back, Agent Ray. I'll drop you a dime. Oh Gott. Oh Gott. Na Gott sei Dank, ich hätte jetzt schwören können, die fällt hier irgendwo herein. Wir nehmen den Zehner und gehen zum Münztelefon. Benutze Zehner in Münztelefon. Wen muss ich denn jetzt anrufen? Ich habe ja gar keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen muss, Mensch. Ich nehme den nochmal raus. Ein Kanalisationsdeckel. Wir brauchen irgendein Notfallnummer. Markus, wie heißt der denn? Geratz oder so? Looks like someone knew I was going to get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, wir brauchen ein Telefonbuch. Und wo finden wir ein Telefonbuch? Ich wechsle nochmal. Ein Telefon. Oh, wir haben doch, da war doch irgendwo ein kaputtes Telefon. War das in der B Street? Aha, ein Telefonbuch. Oh Gott. Markus, irgendwas, Gera, irgendwie. Mac, Magnus. Okay, ich muss nochmal nachschauen. Ich bin zu doof. Markus Geratz oder so. Markus Geratz. Manuel, Mark, Mike. Müssen wir den unter G vielleicht suchen? Hm. Ach, da gibt es nochmal welche. Oh Gott, noch eine Seite. L, M, Marcel, Markus Geratz, hier ist er. 4352, okay, merken, 4352. Help. I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone. Thanks.
Oh, und der ist wieder durchgefallen. Wie so auch immer. Und nun? I'd say that. I got an emergency call about someone being locked in the sewer. I should have expected, Reno, it was you. I don't like being interrupted when wrestling is on. Bad news, Sheriff. There are no donut arenos down here. This case doesn't seem like something the feds would be interested in, hmm? Now you should head back to the home office areno before you get hurt. There is a killer on the loose. Yeah, I'll run that up the home office areno flagpole. In the meantime, can you get me out of here? Sure, just follow me. Oh, I will need to blindfold you. Nothing about this town surprises me anymore. Oh, there's a bus leaving in a few hours. I think we can handle the investigation from here, Areno. Ich denke nicht. Und wir sind wieder frei. Gott sei Dank. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir gehen zu dem News. Dem Newshaus. Nickel News. Wir warten hier. Und wechseln zu unserem Kollegen Agent Reyes, der jetzt nochmal anruft. Und wir müssen dann auch mal schauen, ob wir das Klebeband nicht noch bekommen. Irgendwie muss das doch gehen. Nutze Polistron. Mitteilung an alle Einheiten. Eine Frau. Zirkus und ein Tier. Enough screwing around. I've got a case to solve. What? Nochmal Mitteilung an alle Einheiten. Attention, all units. Eine Frau beim Zirkus und einen Waschbären. Enough screwing around. I've got a case to solve. Verstehe ich jetzt nicht. Müssen wir hier vielleicht austauschen, dass er... Hä? Ist doch Quatsch. Wir gehen mal mit ihm zum Newshaus. Und mit dir gehen wir raus. Wieso? Das hat doch beim ersten Mal hat's doch funktioniert. Ah, Moment mal, müssen wir mit ihr vielleicht nochmal reden. Ich probiere es jetzt nochmal mit ihr. An alle Einheiten. Eine Frau beim Zirkus, Waschbär. Nein, offenbar nicht. Das heißt, wir müssen mit ihr nochmal reden. Vielleicht sagt sie uns nochmal was. Kann ich dann als privater Bürger bitte ihre Karte haben? As a private citizen, please have your map. Nope, it's a priceless original. Wie war das denn vorhin? Nice chatting. Got a murder to... Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man on the road making threatening gestures. Mann, Straße und gestikulieren. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Also Mitteilung. Attention, all units. Ein Mann auf der Straße gestikulierend. Ach, Furzgeräusche vielleicht? Enough screwing around. Nein, offenbar it's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Nochmal. Attention, all units. Mann, Straße. Scharfe knuddelnd eine Machete, Machete schwingen. Ah. It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. Hahaha. Wechseln und nehmen. Und schon gehört uns die Karte. Oh. Hello, just leaving? Ah. I assume that's a map in your pocket. You're not just glad to see me. Please return it to its frame. Oh man. Thank you.
Well, that last story was a bust. Wie bei Monkey Island, da gab's auch so. Wir müssen irgendwie die Druckerpresse nutzen. Die Frage ist nur, wie. Können wir denn die irgendwie nutzen jetzt schon? I'm not a printer. I don't know how to use an antique printing press. Okay. Weiß denn sie vielleicht, wie man die Druckerpresse nutzt? Wahrscheinlich nicht. Schwierig. Langsam wird's knifflig hier. Kannst du denn die nutzen? I'm not a printer. I don't know how to use an antique printing press. Oh, hier gibt's ja den Copytron. Ah, ich Idiot. Aber wir brauchen 5 Cent. Oh, man. Okay. Technisch wüsste ich bereits, wie wir das alles machen. Wir geben dir mal wieder. Gib Rays Notizbuch an Ray. Thanks. I hope you kept your eyeballs off it. Wechsel nochmal, schauen uns das mal an. Quatsch. Doch, Ray. Ach, die hat die gleichen. Papiere der Leiche, Blutprobe. Was können wir hier machen? Können wir vielleicht mal... Wir brauchen auf alle Fälle 5 Cent. Und wir gehen mal hier rein. Und geben ihm die Polizeimarke, beziehungsweise zeigen die ihm. I'm a federal agent, and we need your help on our case. Let me see that. You're an honest-to-goodness federal agent. How can I help, Agent Ray? Ich hätte gern. Das kennen wir doch alles schon. Do you know anything about the body out by the bridge? No, everyone in town is still collecting their mail as usual. No one from my route is missing, and I would definitely notice if they were. I mean, not to brag, but I did consider joining the Feds. It's just not as prestigious or as challenging. Kennen wir schon. Jetzt habe ich auch endlich gemerkt, wie wir so Gespräche abbrechen können. Viel Post sortieren. That's classified information. That's a federal, unless it pertains to an investigation. Okay. Who is up? I would assume you knew that. Kennen wir bereits. Don't leave town. I'll be right there. Können wir mir jetzt vielleicht? Well, since you're with the governor, I guess you're entitled to some tape. Just go easy on it. We're almost okay. out. Wir haben Tesa und. There's a fingerprint brush, a small amount of fingerprint powder, genau, but it's missing the fingerprint Klebeband. Benutze Klebeband mit Fingerabdruckset. I'll keep it outside of the kit. Müssen wir erst irgendwie Fingerabdrücke nehmen, vielleicht von der Flasche. Nutze Flasche mit Fingerabdruckset. No thanks. Nö. Wir bräuchten irgendwie die Mordwaffe. Hier kann ich telefonieren. Okay, wir rufen mal bei Edna an. Die habe ich ja aufgeschrieben, die Nummer 3444. Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Is this the sheriff again? Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Okay. Is this the sheriff again? Ich leg mal lieber auf. Gut, 20 Minuten sind schon wieder lang vorbei. Wir sehen uns gleich wieder und wir müssen dann mal schauen, ob wir nicht doch irgendwie das Klebeband nutzen können. Wir haben so viel unnütze Sachen im Inventar. Müssen wir uns mal anschauen. Alles klar, bis gleich. Ciao.